Hi, ich heiße Elena. Ich bin total nervös, aufgeregt und ich könnte gerade fast durchs Zimmer kotzen, muss ich zugeben. Okay, ich weiß, das ist nicht unbedingt der super Anfang, aber wer auch immer du da draußen bist, der du mein Video als so siehst und dir anschaust, ich erzähle dir etwas, was ich ehrlich gesagt meinen letzten 10 Jahren meines Lebens vor wirklich jedem in meinem Umfeld versucht habe, geheim zu halten. Zum Teil, weil es mir peinlich war, zum Teil, weil ich Sorge hatte, dass man mich dann nicht mehr so nimmt, wie ich bin, zum Teil, weil ich dachte, man macht es mir zu einem Vorwurf, was bedauerlicherweise auch diese Woche das erste Mal passiert ist. Mir wurde das zum Vorwurf gemacht, obwohl ich mir das nicht ausgesucht habe, ich es nicht ändern kann und nur mal ein Teil von mir ist. Und ich möchte einfach dir die Chance geben oder auch dir die Möglichkeit geben, ein wenig an meinem Leben teilzuhaben. Ich habe vor ein paar Monaten angefangen, nette Videos zu drehen und auch Videos von meinem Bruder, der zurzeit im Ausland ist, dass er weiß, was bei uns in der Woche so passiert, und habe dabei entdeckt, dass ich Videos drehen total toll finde. Und falls es wackelt, Entschuldigung, ich habe nur einen Laptop und er ist auf meinen Beinen und das ist irgendwie, da wackelt sich ständig, weil ich mir hier in diesem Zimmer ist arschkalt. Okay, ich fange jetzt also einfach mal mit dem grundlegenden Ding an. Hi, ich heiße Elena. Ich bin 22, habe am 24. Juli Geburtstag und bin ein Löwe. Vom Sternzeichen. Vom Chinesischen bin ich ein Hahn. Und mein Hauptelement ist nach chinesischem Ding das Wasser, was ich aber nicht so ganz verstehe. Aber ich liebe auch Regen und Schnee und ich freue mich schon riesig auf diesen Winter. Ja, ich wohne in einer netten kleinen Stadt mit meinen Eltern, wobei ich noch bei meinen Eltern wohne. Und ich habe keinen Schulabschluss, um ehrlich zu sein. Den habe ich irgendwie aufgrund dieser Geschichte nicht geschafft. Ich habe noch keine Ausbildung und ich habe auch keinen Beruf, weil es irgendwie aus diesem Grund, den ich erzählen werde, nicht funktioniert. Und jetzt kann ich ja vielleicht mal aufhören, drum rumzueiern und sagen, ich weiß seit meinem 11. Lebensjahr, dass ich den Asperger-Autismus habe. Ich muss sagen, ich habe es ehrlich gesagt selbst noch nie wirklich ausgesprochen, so richtig. Also, es ist irgendwie, ja, in den letzten 11 Jahren haben wir es niemandem groß erzählt. Also meine Großeltern wissen es, meine Eltern, meine Schwester, meine beste Freundin weiß es, ein paar andere noch. Aber so wirklich damit umgegangen oder weitererzählt habe ich es nicht. Ich habe es, wenn man mich gefragt hat, sogar eher, wahrscheinlich hätte ich es verleugnet, weil es nichts ist, worauf ich besonders stolz bin, was irgendwie besonders ist. Aber naja, es macht mein Leben halt etwas anders. Aber es ist eben für mich was Stinknormales. Ich kann nicht mal so genau erklären, was das ist, also informier dich oder lass es, oder ich kann da irgendwie dir auch keinen Tipp geben. Alles, was ich sage, ist, es lebt sich damit super, naja, außer an manchen Tagen, weil Vor- und Nachteile, Vorteil, ich kann mir extrem viele Dinge merken, also nicht immer sofort ab. Rufbar, aber ich merke mir eigentlich fast alles, was man mir erzählt. Nachteil, wenn die Sonne zu hell ist und so, kriege ich stundenlang riesig Kopfschmerzen, was furchtbar ist. Vorteil, ich habe schnelle Reflexe, was toll ist, weil ich wieder gerne Computerspiele spiele und da lohnt sich sowas. Nachteil, ich bin total oft gelangweilt und sehr schnell. Also ich kann Sachen anfangen und 5 Minuten später finde ich sie schon total langweilig.
Aber nicht, weil die Sache irgendwie langweilig ist oder so, sondern einfach, weil die Situation, ich weiß nicht, ist einfach dann plötzlich so anders und ja, Vorteil, mir fallen ehrlich gesagt nicht so viele Vorteile ein, weil ich bisher eigentlich immer eher die Nachteile habe. Meine Mutter sagt immer so gerne, es ist keine Krankheit, es ist nur ein Wesenszug, aber laut unseren medizinischen Büchern ist es eine Krankheit. Und ich bin momentan auch schon auf Pflegestufe und habe eine Schwerbehinderung mit 70%. Ich kann eigentlich so gut wie gar nicht vor die Tür gehen, weil diese ganzen Eindrücke von, was andere gar nicht wahrnehmen zum Teil, weil wenn ich auf die Straße gehe, dann sehe ich da nicht nur die Straße, nicht nur den Ort, wo ich hin möchte, sondern so viele tausend Dinge, die so furchtbar viel sind einfach. Das ist so. Wie beschreibt man es? Es ist, als ob man durch die Gegend läuft die ganze Zeit und jeden kleinen Krümel sieht. Also ich sehe da jedes Staubkorn, jedes Abgas, jedes Auto. Meine Welt ist auch extrem laut. Also wirklich im Vergleich zu den meisten anderen ist es laut. Also manchmal so vom Prinzip, meine Welt ist, ohne dass ich auf ein groß was tue wie ein Riesenkonzert. Also so dieses Dröhnen von den Boxen habe ich, ohne dass ich überhaupt irgendwas mache. Ich meine, meine lauteste Fernseheinstellung, die ich ertrage, ist auf 2. Und mein Fernseher geht ja bis zu 100, also damit man so einen Vergleich hat. Und bei 2 sage ich schon manchmal, Gott, ist der heute laut, der Fernseher. Ein weiterer Nachteil ist eben diese extreme Lichtempfindlichkeit. Ich mag auch keine Berührungen. Also ich kann Umarmungen und alles nicht leiden. Ich hasse nichts mehr, als wenn mich jemand umarmen will oder dieses Kuscheln. Oh, ganz furchtbar. Ja, ich mag kein Wasser auf der Haut. Und Stoff ist auch nicht so unbedingt mein Ding, weswegen ich eigentlich die Hälfte meines Tages nur in einem Hemd mit einem T-Shirt rumrenne und Unterwäsche und sonst eigentlich nichts großartig, weil ich einfach diesen Stoff nicht ertrage. Baumwolle geht zum Beispiel bei mir, Seide, sehr weiche Dinge gehen sehr gut und ich habe sehr weiche Kleidung, aber ich mag es trotzdem nicht so wirklich. Es ist so schwierig, wenn man diese ganzen Sachen, die man so hat, hat man halt. Und es ist nicht so leicht, das aufzuzählen, aber damit ein bisschen mehr Verständnis kommt, sollte ich es vielleicht aufzählen. Also, ich liebe Kuscheltiere, weil die sind so schön kuschelig. Und ja, das ist, glaube ich, ein Vorteil. Ich bin manchmal wirklich noch wie so ein kleines Kind. Ich kann mich riesig darüber freuen, wenn meine Mutter der Schlüssel runterfliegt. Und zwar nicht nur wegen dem Schlüssel, sondern einfach wegen diesem Geräusch, diesem Kleppergeräusch. Ich kann mich über Dinge freuen, die sich im Kreis drehen. Gott, ich kann stundenlang im Karussell zugucken, aber nicht, weil ich irgendwie das Karussell faszinierend finde, sondern einfach, weil sie die Kreisbewegung machen. Mache ich so. Über Toys freue ich mich auch. Ich weiß nicht warum, aber aus Toys R Us, da kriege ich immer, ich nenne es so gerne Toys-Augen. Also vielleicht, wenn ich euch mal in einem anderen Video mitnehme, da kriege ich solche Pupillen gefühlt und bin so, das ist für mich das Schönste überhaupt. Meine Mutter hasst ein Toys, aber ich mag es trotzdem dort sehr gern. Ja, das ist noch so ein Nachteil, der mir gerade so einfällt. Naja, also aufgrund dieser vielen Handicaps bin ich halt wirklich oft müde. Ich meine, es ist so, dass ich grob geschätzt 10 Stunden Schlaf am Tag brauche. Das heißt, 14 Stunden habe ich wach und mein Schlafrhythmus ist so durcheinander, da kriegst du nichts erledigt. Ich meine, ich stehe um 17 Uhr rum auf und manchmal 16, manchmal 17 Uhr. Manchmal schaffe ich es auch mal, meinen Rhythmus etwas zu drehen und dann schaffe ich es auch schon so 13, 12 Uhr aufzustehen.
Aber ein kleiner Tipp, vor 12 Uhr bin ich nicht zu gebrauchen. Also vor 12 Uhr bin ich wie so ein Zombie dann. Da kann man mich alles fragen. Und bei mir kommt immer nur die Antwort. Ich bin auch nicht so gut im Zwischenmenschlichen, weswegen ehrlich gesagt diese Videos für mich eine Chance sind, vielleicht mal neue Leute kennenzulernen und einfach mal neue Kontakte zu knüpfen mit und etwas auf Zwischeneben, menschlicher Ebene zu tun. Ja, das bin ich eigentlich schon im Großen und Ganzen beschrieben. Ich bin übrigens total verpeilt oft. Also ich plane irgendwas und dann versuche ich es zu machen, aber ich schaffe es meistens überhaupt nicht, das dann zu machen, wie ich es plane. Oder manchmal, das ist auch so ein ganz furchtbarer Nachteil, denn manchmal, wenn man so möchte, wenn es plötzlich anfängt zu regnen und ich nass werde, dann kann es sein, dass mein Gehirn das nicht verarbeiten kann und dann hat man sogenannte Overloads. Das heißt, dass man überladen ist von den Infos, den Dingen und das Gehirn nicht mehr weiß, was es machen soll. Und die sind sehr unangenehm und danach kann es auch passieren, dass einem, also mir passiert das, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber bei mir ist es so. Und bei meinem Bekannten, der heißt Theo, er ist auch ein A. Ich sage dieses Wort mit dem, ich bezeichne mich selbst immer ganz gerne als A, weil ich das irgendwie schöner finde und weil es kürzer ist und weil ich so nicht so. Ja, es hat doch ein ganz schönes Stigma, dieses Wort und auch diese, nennen wir es mal, Erkrankung und als A, da ist das irgendwie, das klingt nicht gleich so furchtbar. Also, falls ihr mir eine Freude machen wollt, schreibt einfach drunter, ich bin A, weil das andere Wort mag ich nicht so wirklich gerne. Obwohl es trotzdem auch okay ist, wenn ihr das drunter schreibt. Schreibt einfach, fragt mich, was ihr wollt. Ich beantworte gerne Fragen. Ich finde es nicht schrecklich, solange die Fragen nicht irgendwie so schon beantwortet werden. In anderer Form. Ich werde vielleicht auch irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es klappt oder nicht, weil es kommt darauf an, ob meine Eltern bereit sind, mal meine Eltern mit. Werden meine Eltern vielleicht auch mal mit vor die Kamera treten und euch erzählen, wie das von der Sicht eines Elternteils ist, mit einem A zusammenzuleben oder so. Ja, das kann ich nicht versprechen, da kann ich auch nichts sagen. Ich kann aber versprechen, meine Videos werden weder geschnitten sein, weil ich habe kein Schnittprogramm und habe auch keine Ahnung von sowas. Sie werden etwas länger sein, weil ich kann extrem lange reden, verliere aber oft total den Faden. Und vielleicht werden sie auch hin und wieder mal vor der Tür sein, aber im Hauptding ist das Bild, das ihr so zu Gesicht bekommt. Vielleicht auch mal mein Zimmer. Ich bin hier gerade im Wohnzimmer. Wir haben ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, ein Bad, eine Küche, ein Schlafzimmer meiner Eltern, ein Büro und noch mein Zimmer. Und mein Zimmer nehme ich euch dann auch irgendwann mit, aber momentan sieht mein Zimmer ehrlich gesagt etwas unansehnlich aus, weil ich wohne nicht allein in meinem Zimmer. Ich habe auch ein Kaninchen, Isabelle. Sie ist mein Sonnenschein. Ich kann es mit Tieren besser als mit Menschen. Ich habe es nicht so mit diesem zwischenmenschlichen Zeug. Und meistens habe ich Sorge, dass ich Menschen irgendwie wehtue mit dem, was ich sage oder dass ich sie kränke und ich erkenne auch keine Gesichter. Also ich weiß leider nicht, wenn ich jemanden zwei- oder dreimal treffe, wer ist das? Ich habe dann immer diesen Hui, wer war das Moment? Also falls ihr mich jemals live seht und ich euch nicht wiedererkenne, auch nach dem zweiten Treffen oder dem dritten Treffen oder sogar am gefühlten tausendsten Treffen, es tut mir leid, aber ich bin da halt nicht so groß drin. Einfach immer wieder sagen, ich bin. Dann weiß ich, wer du bist, weil ich kann mir gute Namen merken. Da bin ich wirklich gut drin. Oder wenn du ein Tier hast, dann nimm dein Tier mit. Ich erkenne Tiere wieder. Überall und jederzeit. Ist mir auch erst heute wieder mal eingefallen. Ja. Ich hatte vor Isa schon andere Kaninchen. Die sind leider verstorben.
nicht aufs Pflegemangel oder so, aber die waren eben alle sehr alt. Also die sind schon so um die 8, 9 Jahre alt geworden, was für ein Kaninchen sehr alt ist. Ja, ich plane auch nach Isa weiterhin Kaninchen zu haben. Und um ehrlich zu sein, nehme ich euch nicht nur hier mit in mein Leben sozusagen, auch wenn es nicht spannend ist, weil ich eigentlich euch nur Sachen erzähle und Dinge, die mich beschäftigen und was mir durch den Kopf schwirrt und vielleicht Fragen beantworte, die ihr mir stellt. Oder, naja, eigentlich könnte ich auch sagen, du mir stellst, weil ich ja nicht mal weiß, ob es ein ihr geben wird oder ob nur einer mir hier ansehen wird. Wenn wir es sehen. Aber, ja, hier wird nicht wirklich so riesig. Also ich werde keine Witze erzählen. Also jedenfalls nicht so geplante Sketches drehen. Ich werde keine Let's Plays drehen. Weil ich bin kein guter Spieler. Ich spiele gerne und ich mache auch viel mit Elektronik. Also ist so mein großes Hobby. Aber ja, wenn ich nervös bin, fange ich übrigens an, manchmal etwas schneller zu reden, wofür ich mich auch schon entschuldige. Ich habe auch noch die andere schlechte Angewohnheit, wenn ich richtig nervös bin, fange ich an, Papier zu rupfen. Also meine Eltern brauchen keinen Papierschredderer. Da bin ich eigentlich schon da. Ja. Ich glaube, mehr kann ich nicht sagen. Ich könnte jetzt noch sagen, dass ich 1,66 Meter bin. Ich mich selbst immer eher als klein sehe als groß, weil meine Mutter ist 1,70 oder so. Meine Patentante Babette, die mir sehr wichtig ist, ist auch, mit der ich auch viel Zeit verbringe und oftmals in der Woche. Also jede Woche schon mal bin ich mit unterwegs und zwar mit Babette. Also das ist so, einmal in der Woche habe ich die Auflage von meinen Eltern bekommen, du musst auch ein bisschen vor die Tür, wenn es nur ist wegen Licht und wegen Trainieren. Weil, ja, ich kann ja nicht Sozialverhalten lernen oder auch umsetzen, wenn ich nicht trainiere. Momentan bin ich gut im Training. Ja. Es gibt auch so Zeiten, wo ich überhaupt nicht gut drin bin, dann, ja. Und deswegen muss ich eben auch regelmäßig vor die Tür und da ist meine liebe Babette so nett und nimmt mich mit, was ich wirklich froh bin. Weil sie ist einer der Menschen, die mich so nimmt, wie ich bin, weil sie weiß, dass ich ein A bin. Und ja, es ist einfach schön, wenn man jemanden hat, der einen so nimmt, wie man ist. Das ist so. Meine Eltern nehmen mich natürlich auch so, wie ich bin und meine Großeltern auch. Zumindest versuchen sie es, manchmal fällt es ihnen schwer, weil sie es sich nicht vorstellen können, aber meine Schwester nimmt mich auch so, wie ich bin. Meine beste Freundin eigentlich auch. Ich habe sehr viel Glück bei meinem Umfeld. Ich habe viele Leute, die mich so nehmen, wie ich bin. Ja, noch sowas. Ich habe einen Tick mit geraden Zahlen. Ich liebe es gerade mit geraden Zahlen. Meine Lieblingszahl ist die 8, weil sie, naja, wenn man die 8 teilt, wird es eine 4. Ist wieder gerade. Und die 4 teilt, wird es eine 2. Und wenn man die 2 teilt, dann gibt es irgendeine Kommazahl, die auch, glaube ich, wieder gerade ist. Aber auf jeden Fall. Deswegen mag ich die 8 sehr gerne. Mehr fällt mir eigentlich nicht ein. Und da ruft mich gerade mein Vati an, mir noch gute Nacht zu wünschen. Okay. Ich hoffe vielleicht, dass du dich weiterhin interessierst. Wenn nicht, dann nicht. Wenn doch, dann doch. Also dann sage ich auf jeden Fall schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.